Ja, hallo Film- und DVD-Fans. Willkommen hier auf Rivi Entertainment. Es ist mal wieder Montag und heute wird es sehr kannibalistisch mit Jack Ketchums Offspring, der im Deutschen den tollen Titel Beutegier trägt. In dem Film geht es darum, dass in Maine, und zwar in Dead River, einem kleinen Örtchen, eine Gruppe von Kannibalen auftaucht und sich dort eine junge Familie ausgesucht hat, um die natürlich zu fressen und um das Baby zu entführen und in die Gruppe zu integrieren, da ja der Inzest für viele Krankheiten innerhalb dieser Kannibalengruppe führt. Die Kannibalen sind schon mal vor 11 Jahren aufgetaucht, allerdings ist es der örtlichen Polizei gelungen, einige von ihnen zu erschießen. Dennoch, die Totgeglaubten sind wieder zurückgekehrt und die Polizei wendet sich hilfewendend an den damaligen Sheriff George Peters. Allerdings hatte diesmal die Kannibalen unterschätzt, denn die sind diesmal zahlenmäßig noch stärker und schlagen noch erbarmungsloser zu. Die Handlung des Films hört sich recht interessant an. Allerdings ist dieser Film auch eine Vorlage von Jack Ketchum, der auch solche Bücher geschrieben hat wie The Girl Next Door, Red oder The Lost. Ziemlich nach hinten losgegangen. Und das liegt zumal daran, dass der Film, es fehlt ihm einfach an Spannung und er ist allzu plakativ ausgefallen. Der Roman ist schon ziemlich brutal, also ich habe einige Stellen daraus gelesen. Allerdings, der Film versucht geradezu krampfhaft mit diesen Gewaltszenen eine Atmosphäre zu erzeugen oder Spannung, was völlig in die Hose gegangen ist. Und Regisseur Andrew van den Houten sollte lieber bei seinem Produzentenposten bleiben. Sein Regiedebüt war 2005 gewesen mit Headspace. Ich habe diesen Film gesehen, aber ich habe ihn danach kurz wieder vergessen. Keine Ahnung, worum es da nochmal ging. Und Beutegier ist genauso ein Film, den hat man nach dem Schauen vergessen, weil er einfach nur nervig ist. Mit 75 Minuten ist er auch relativ kurz geraten, was auch daran liegt, die Figuren oder diese Opferfiguren, diese Familie ist nicht großartig beschrieben oder die Figuren haben überhaupt keinen großen Tiefgang. Es gibt viele Unsympathen, wie von der Frau, der Ex-Freund, ein gewisser Steven, der sich regelrecht, denen es regelrecht gefällt, was die Kannibalen mit den Nachbarn, also den Leuten aus der Nachbarschaft machen. Und der Film spricht natürlich die üblichen Themen wie Kannibalismus, Inzest oder halt auch Babyklau an. Und ja, er versucht natürlich auch mit Geschmacklosigkeiten einen gewissen Tabubruch zu erzwingen. So mit toten Babys in Tüten und so. Allerdings alles alter Käse. Was auch in der Inszenierung liegt, der Film hat vielleicht gerade mal 5 Euro gekostet oder so in der Produktion, so wie er aussieht. Billigstes TV-Format, die Schauspieler sind unterirdisch. Und da frage ich mich, wie so ein eigentlich gestandener Mime wie Art Heinkel aus so deutschen Genrefilmen wie die Brut von David Cronenberg oder die Körperfresser kommen, sich in diesem Film verehren konnte. Das liegt wohl eher daran, dass er Kohle gebraucht hat, mehr allerdings nicht. Die restlichen Schauspieler sind unbekannt, Jack Ketchum hat am Anfang sogar einen Gastauftritt, mehr will ich dazu nicht sagen. Aber dieser Film lohnt sich überhaupt nicht, weil er sich dann auch auf der anderen Seite total anbietet an dem harten, an der neuen harten Horrorwelle, an dem Torture-Porn-Genre. Er bietet sich regelrecht an mit diesen total billigen Gewaltszenen, die auch ja, total stümperhaft inszeniert worden sind. Und deswegen, dieser Film macht einfach keinen Spaß zu schauen. Die Kannibalen sehen einfach lächerlich aus, also unfreiwillig komisch. Und da haben viele im Internet auf bestimmten Seiten schon von einem neuen 131er geredet. Glaube ich eher nicht. Also der Film ist mehr Komödie, als dass man ihn ernst nehmen könnte. Dieser gesellschaftliche Aspekt, den die Vorlage ein bisschen anspricht, der geht ja eigentlich völlig flöten. Es geht nur darum, dass irgendwo ein paar Kannibalen auftauchen, ein paar Leute abschlachten, fressen, sich gegenseitig begatten, irgendwelche anderen Leute nerven, einfach nur nervig, einfach wirklich nerviger Käse, der von mir gerade mal gnadenhaft 1 von 10 Punkten bekommt. Ein Film, den ihr als Bierdeckel halt benutzen könnt oder den ihr neben Klo postieren könnt für das Toilettenpapier oder so. Also da gehört er wirklich hin, aber er gehört in keine DVD-Sammlung und es ist einfach eine Beleidigung gegenüber einem Genre-Fan, sich so einen Scheiß anzugucken. Zur DVD übrigens, die Spiegeljack-Karte, die in den Verleih kam, war gegenüber der ungekürzten Version, sogar um 2 Minuten 10 gekürzt, die Kaufhausfassung gesetzt. Da fehlen sogar fast 6 Minuten. Uncut ist er über NSM Records in Österreich erschienen. Allerdings rate ich euch von diesem Film ab.
denn er ist wirklich Käse. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diesmal mit Beutegier. Und bis zum nächsten Mal hier auf Review Entertainment. Ciao.